Heute reagieren wir auf bomberdeutsche Memes und am Anfang mal wieder die wichtigste Nachricht an alle Nicht-Follower, an alle Nicht-Abonnenten. Wichtige Ansage von meinem Freund KDS. 99% von euch, ja, sind richtige Weicheier und Lutscher. Mhm. 99%. Ja. Sie genauso. Okay. Wichtig, die nachfolgenden Videos sollen keine Personen in irgendeiner Weise beleidigen oder angreifen. Alles dient lediglich der Unterhaltung. Apache? Nikolas jetzt wieder am Mic. Bin ich gestylt. Bob the Shirt in Weiß. Spider-Man hilft. Oder du könntest auch einfach die, wie nennt man das, Digga, Dose? Plastikbecher. Du könntest einfach den Plastikbecher, ach komm, jetzt aber zu spät jetzt. Becher, ja, Becher meine ich ja, genau. Ex-Wahl, Cola mit Mentos. Yo, gar kein Problem. Und zwar habe ich hier die Cola bereit und hier die Mentos bereit. Erstmal esse ich auf jeden Fall die Mentos und dann kippe ich die Cola hinterher. Wird ich tue mir erstmal die Mentos in die Hand rein. Wird nichts passieren. Wird nichts passieren. Oh, jetzt geht's los. Jetzt nehme ich erstmal die Mentos in den Mund. Oh. Und Cola hinterher. Wenn ausländische Väter Probleme lösen. Korrekt, Bruder. Korrekt, Digga. Wenn er Stromschlag bekommt, anstatt ihm einfach zu helfen, erstmal draufkloppen, Bruder. Nein. Wie eingeschränkte Shisha-Rauchen. Weiber. Bruder, wie war Hochzeit? Bruder, gut, mein Onkel hat einfach übertrieben. Du in der Ecke, Alter. Onkel, was machst du da? Ein bisschen Feuer! Die Party geht. Ruf Krankenwagen, Bruder. Los, 10 Kraft den Dach. Ich hab mich mies geschnitten, Bruder, in meinen Finger. Ich schwöre auf Gras, ruf Krankenwagen, Bruder. Nein, nein. Oh nein, was macht er denn da? Was macht er denn da? Was macht er denn da mit dem Samurai-Schwert? Das tut weh. Ich mies geschnitten, Bruder, in meinen Finger. Oh, Bruder. Ruf Krankenwagen, Bruder. Nein, nein. Boah, verdammt, der hat sich geschnitten, Digga. Kurz den Gonkel wach machen. Voll uncool. Ach, die spielen hier dieses Train-Spiel. Wer ist das nochmal? Surfer Train? Oder wer ist das nochmal? Ein YouTuber und wir verschenken das neue iPhone 11 Pro. Okay. Und alles, was du dafür... Subway Surfers. ...machen musst. Also ich habe so einen Riesenlutscher und du musst ihn sozusagen nur in den Mund nehmen. Und wenn du schaffst, dann kriegst du das iPhone 11 Pro. Ja, schaffe ich. Okay. Digga, muss ich los, Alter. Nee, safe ist das. Okay. Ganz viele kleine Leute drinne. Nee, wenn dann richtiger, weißt du, wie ich meine? Digga, er hat sich einfach nicht gegönnt, ne? Er hat sich einfach nicht gegönnt, Digga, sag ich dir ehrlich. Ich schau nur auf die Augen. Oh mein Gott. Leute, bin ich die Einzige, die immer so ein Tuch auf ihre Pizza macht und dann so das Fett da abtupft beim... Was ist los mit dir? Mir das einfach sonst viel zu fettig ist. Dann bestell dir keine Pizza. Oder bin ich einfach nur krank? Ja, du bist krank, Bro. Ich freue mich für Primex. Wenn man um 21 Uhr noch draußen chillt.
Oh, wie viel machen die da? Digga, er denkt auch, es ist GTA Real Life, Alter. Einfach kurdischer Michael Scofield. Reinkam und die Tür zuging, ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich bin zum Fenster gegangen, hab den Vietnamesen zu mir gerufen, als wenn ich ihn schon Jahre kennen würde, obwohl ich ihn gar nicht kannte. Meinte, komm her, Onkel. Haben aus dem Fenster geguckt, meinte, wie brechen wir heraus? Aber das erste Freistunde auch am nächsten Tag Hofgang, bin ich direkt zu den Russen gegangen und hab mit denen gecheckt, so, ey, was machen wir? Was gibt's hier für Wege? Was kann man machen? So, ich hab gar nicht akzeptiert, dass ich drin war. Kurdischer Michael Scofield, Alter. Ich bin hier sofort drauf. Habe mein Vokabel vergessen, mein Lehrer. Vokabelheft, Mois. Wo ist dein Vokabelheft? Ey, Jungs, ich hab ein neues Duschgel. Ich probiere das jetzt erstmal aus. Ich distanziere mich davon. Folgendes Problem. Alles gut verbunden. Kann man gut an- und ausmachen. Mhm. Aber dann kommt der Wasserkocher dran. Ja. It's real, okay, krass, Alter. Schön bleiben, krass. Wie geht's dir? Alles gut? Alles mal gesehen, ja? Das ist meine Freundin. Deine Freundin? Ja, Bruder. Soll ich dir die Hand geben oder soll ich sie umarmen? Hand geben oder umarmen? Auf gar keinen Fall umarmen, Bruder. Am besten einfach nur sagen so, ja, was geht? Ich schwöre, also ich mach's bei Kollegen immer so, immer wenn die ein Mädel dabei haben, die b***en oder geil finden oder eine Freundin haben. Zu meinem Kollegen, Bruder, mach ich immer den hier. Yo, Bro, was geht? Bam, bam, umarmen, Kuss, bisschen rumlecken, dies, das, oft chillig, Digga, wie man es halt unser Freund macht, Brody, du weißt Bescheid. Und dann, wenn die Freundin kommt, wenn die Freundin da so steht, dann gucke ich die einfach nur so an. Ich geb dir nicht die Hand, ich guck dir fast gar nicht in die Augen, ich mach einfach nur ganz kurz so, yo, was geht? So, hi, Kevin. Wallace, seid nervös! Aber was hat er gegeben? Hand geben oder umarmen? Digga, das wird mir zu viel. Wallace, seid nervös! Einfach eine Faust gegeben, Alter. Was für eine Schwamm. Eine Banane, ey. Ey, ja, Hurensohn klingelt jetzt hier. Da gibt's einen auf die Schnauze, Digga. Ja, ich hatte vor kurzem eine Hausdurchsuchung gehabt. Alle meine Konten wurden gesperrt. Ich konnte kein Geld mehr verfügen. Die Polizei kam in meine Wohnung, hat alles durchsucht. Bedelini ödedi gecemin. Oh no. Ey, das ist so eine Frage gewesen, ne? Mhm. Willst du mal mit Julius zusammenkommen, ne? Mhm. Aber wir sind doch nur Bros. Gib doch Jack. Oh, oh! Da! F mir gefallen, Bruder. Forever, ne? Boah, forever. F gefallen, Bruder. Hallo. Sag. Boah, er ist richtig abgefuckt. Guck mal, er ist echt abgefuckt. Er ist verletzt. Doch jetzt. Was denn? Guck mal, er sagt richtig, was denn? Ich hab gar nicht gehört. Was hast du gesagt? Ich jetzt sag, was hast du gesagt? Bros forever. Mm. Jetzt sollst du was dazu sagen. Mm. Aber seit wann können sich eigentlich Kinder verloben? Jetzt, ich dachte, verloben wäre immer ab 18. Sag ich dir ehrlich. Da muss doch mindestens 16 sein, Alter. Der krass. Beste Bruder. Ja, das ist schon Ruhe, Mann. So, Bros. Nochmal. Er gibt sogar noch. Ja, lustig, Alter, wirklich. Halas, es ist offiziell. Okay? Ja. Wir sind Bros. Geiles Video, Bruder, sag ich dir ehrlich. War, also, die gefallen mir wirklich sehr gut. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad? Kippen grad paar Hülsen und wir hängen an nem Skatepark. Ey, yo, bis später, Peter. Es ist Freitag, wieder mit den Nomis unterwegs. Ey, unterwegs, ja, ich werd angerufen von nem Bro. Er fragt, was geht grad?